fantastic. Hallo und willkommen zu einem brandneuen Spieletest hier bei Mr. Boba Fanboy mit Manfred. Und heute, Ani sprach, kommt zu alle, spielt's mein neues Spiel. Join me and strike. Mobile Strike. Ja, ich habe diese Werbung jetzt bestimmt 80 Millionen Mal im Fernsehen gesehen. Dachte mir, komm, das musst du dir mal geben, dieses Spiel. Mobile Strike, Arnold Schwarzenegger, approved Spiel. Erinnert mich so ein bisschen an Empire for Kingdoms und, wie hieß denn das andere nochmal? Egal. Das ist ein Spiel, was wir im Hochkantformat spielen. Und was so ein bisschen ist, so wissen, ich hab's ja gesagt, Empire for Kingdoms in modern. Ne? So kriegsmäßig und so weiter. Ich habe das Spiel jetzt auch schon mal ein bisschen angespielt. Kann euch mal sagen, es soll ein Spieletest werden. Also es soll ein Spieletest werden. Ich bedeutet, ich darf natürlich auch meine Meinung äußern zu diesem Spiel. Was mir gefällt, was mir nicht gefällt, hat den Vorteil, ihr erfahrt, ist das Spiel gut, ist das Spiel nicht gut und so weiter und so fort. Der Download-Link dazu ist natürlich wie bei allen... mein iPad. Natürlich wie bei allen Spieletests immer in der Beschreibung. Da könnt ihr euch da drunter laden für iOS, also für euer iPhone und iPad und natürlich auch für Android. So, ist kostenlos, braucht allerdings ein bisschen Speicherplatz. Das will ich mal sofort dazu sagen. Ich bin gerade auch dabei, so ein paar Sachen zu verbessern. Also, ich werde mal ganz langsam anfangen. Ich habe das Spiel natürlich schon ein bisschen getestet. Ich bin niemand, der so ein Spiel sich einfach runterlädt und direkt einfach mit dem Tutorial startet. Nein. Ich habe das schon ein bisschen gespielt. Ich bin nämlich schon mit meinem Hauptquartier, was wir hier sehen, auf Level 5. So, meine Basis heißt MBF Fred. Wir haben eine Allianz. Das war mir ganz wichtig. Wenn ich so ein Spiel mache, dann will ich auch eine Allianz haben, wo ihr auch beitreten könnt. Bedeutet, meine Allianz heißt Mobile Fanboy und wenn ihr da beitreten wollt, so heißt sie. Mobile Fanboy, kurz Kürzel MBF. So, also. Es geht darum, du musst deine Base verbessern, du hast verschiedene Gebäude, du hast natürlich auch Truppen und du hast eine Weltkarte, die wir hier sehen. Das ist meine Base. Und du kannst natürlich auch andere Spieler angreifen auf dieser Karte. Es ist so fast wie bei allen Spielen, die du hier hast, wo du immer so aufbauen musst. Du hast Sachen in deiner Base, die musst du aufbauen, die musst du verbessern. Verschiedene Sachen, Goldminen und wir gucken mal rein. Meine Base ist ja hier MBF Base, da steht sie sogar. Das ist, weil ich ja im Clan, weil ich ja in der Allianz MBF bin. Geil. Ich kann sogar schon angreifen. Steinbruch, zum Beispiel hier, sehen wir die Mission. Steinbruch, deine nächste Mission. Verbessere deinen Steinbruch auf Stufe 3, los geht's. Und da es ja ein objektiver Spieletest ist, wie das ja eigentlich immer bei uns ist, mal die positiven und die negativen Sachen. Was ich tatsächlich wirklich positiv an diesem Spiel finde, ist, dass du im Grunde nicht lange auf Sachen warten musst. Ich meine, ich habe es jetzt auch erst 2 Stunden gespielt. Wobei 2 Stunden auch gar nicht mal so wenig ist. Will ich mal dazu sagen, für jemanden, der ein Spiel testet, vorher 2 Stunden zu spielen, finde ich, ist gar nicht mal so wenig. Also, du musst nicht lange warten auf deine Sachen, das finde ich schon mal sehr gut. Ne, wir sehen jetzt hier Verbesserungen, gehen noch relativ schnell. Selbst mein Hauptquartier hat nur eine Stunde irgendwas gedauert. Du kannst es immer boosten. Wir haben hier noch eine Versorgungskiste mit einem Ressourcenpaket, was auch nicht schlecht ist. Was ich negativ an diesem Spiel finde, ist einfach so dieses Überladene. Du hast so viele Sachen hier, die du einfach überall hast auf deinem Display. Dafür ist es echt im Hochkantformat etwas klein, finde ich. Allerdings können wir jetzt den Bau schon mal wieder gratis beenden. Was ja auch nicht schlecht ist, wir haben einen kostenlosen Beschleuniger bekommen. Mit Beschleunigern kannst du immer deine Gebäude schneller fertigstellen. Ja, du hast natürlich Ressourcen, die du hier oben hast. Was haben wir denn? Gestein, Öl, Eisen, Nahrung und Münzen. Und natürlich die Premium-Währung Gold. Habe ich noch nichts von ausgegeben natürlich. Hier sehen wir natürlich wieder neue Missionen. Missionsziel, verbessere deine Forschungseinrichtung auf Stufe 3. Los geht's. Forschung. Verbessern. Was macht man im Forschungslabor? Was macht man hier? Ja, keine Ahnung. Zum Beispiel, das ist jetzt der Vorteil von unserer Allianz. Das ist jetzt der große Vorteil von unserer Allianz. Wir können um Hilfe bitten, dass die Sachen schneller fertig werden. Shadow Kings war das Spiel, was mir eben nicht eingefallen ist. Du kannst für Gebäudeverbesserungen, Forschung und Truppenheilung Hilfe von deiner Allianz anfordern. Das ist natürlich cool, nur leider ist noch keiner hier drin. Send a dozen choppers, when one chopper would do. Das ist ein bisschen schlecht. Hier sehen wir das. Okay. Die Verbesserung deiner Forschungseinrichtung beschleunigt deine Forschung und gewährt dir Zugang zu neuen Verbesserungen für deine Basis. Das ist doch schon mal gut. Wie gesagt, das ist wieder ein
Spiel, wo du halt eine Base hast, eine eigene. Hier sind noch überall Plätze frei, wo ich noch was bauen könnte, rein theoretisch. Hier unten sehen wir schon erste Sachen, die ich gebaut habe, wie zum Beispiel meine Farm. Bringt uns natürlich hier Getreide. Dann natürlich meine Ölquelle. Was habe ich denn sonst noch gehabt? Hier. Mein Steinbruch und so weiter und so fort. Wir sehen jetzt hier, Missionen können wir machen. Ich habe Basismissionen, habe ich jetzt schon abgeschlossen. Zum Beispiel, betreibe Handel, baue einen Handelsplatz. Das sind alles Sachen, die ich schon abgeschlossen habe, die ich jetzt hier einsammeln kann. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie viele Folgen ich jetzt effektiv hiervon mache. Normalerweise machen wir ja bei einem Spieletest immer eine Folge. Wenn es gut ankommt, wenn ihr in der Allianz dabei seid, wenn ihr dann auch mal gezeigt werden wollt und so weiter. Vielleicht noch eine zweite Folge, je nachdem, wie das Spiel ankommt bei euch. Ich weiß es noch nicht. Es ist halt, wie gesagt, ein Spiel, was in der Werbung einfach rauf und runter lief. Also ich habe Arnold Schwarzenegger bestimmt die letzten Tage 80 Mal im Fernsehen gesehen. Bau deine Mauern zweimal so hoch, ja. Defense, nee, warte mal, was ist, Defense is the best defense, oder was hat er nochmal gesagt, keine Ahnung. Ja, der Arnie, der wurde dafür hergehalten, jetzt hier für dieses Spiel Werbung zu machen, und wir sind mit unserem Kommandanten jetzt auf Level 7. Auch nicht schlecht. So, Missionen, ich will natürlich euch mal zeigen, was man noch auf der Karte machen kann noch. Also, hier ist unsere Karte. Ich kann andere Bases angreifen. Wir müssen mal gucken, ob wir das jetzt tatsächlich bei einem machen können. Hier ist zum Beispiel Allianz Kainz. Friedensschild. Die haben alle noch ein Friedensschild. Wenn man gerade erst anfängt, hat man oftmals noch ein Friedensschild. Hier ist zum Beispiel in einer Allianz drin. Mal gucken. Haben die alle ein Friedensschild oder what? Das gibt's doch nicht. Ja, liegt vielleicht echt daran, dass die noch so ein bisschen low sind alle. Ja, ihn können wir angreifen. Wir nehmen auch mal, komm, wir nehmen mal die komplette Sachen mit, die wir haben, ne, unseren Kommandant. Unsere Soldaten und unsere Patrouillenfahrzeuge dauert jetzt 43 Sekunden. Friedensschild deaktivieren. Du hast derzeit einen aktiven Friedensschild, ja. Wird definitiv deaktiviert. Und jetzt fahren unsere Trypskis darüber. Oh, wir können unsere Forschungseinrichtung übrigens schon wieder gratis verbessern. Habe ich ja gesagt, das ist definitiv ein Vorteil von diesem Spiel, dass das geht. Basismission haben wir jetzt natürlich wieder dadurch was abgeschlossen, kriegen wieder neue Sachen. Es ist auf der einen Seite wirklich viel, viel, viel Zeug, was hier auf einmal auf einen einprasselt, muss man tatsächlich sagen. Was natürlich der Vorteil ist, wie gesagt, du kannst echt am Anfang deine Sachen echt relativ schnell fertigstellen. Und es läuft so ab bei den Angriffen, wie wir das auch schon von Shadow Kings, von Empire for Kingdoms und so weiter gewohnt sind. Ich glaube, Clash of Kings war auch so eins dieser Spiele, die so ablaufen wie dieses hier, dass du einfach, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Er befeuert sie. Jetzt sehen wir das hier gerade auf dem Rückweg. Könnte ich jetzt beschleunigen? Mache ich jetzt natürlich nicht. Post haben wir auch schon wieder einiges. Berichte. Glückwunsch, du hast deinen ersten Kampf gewonnen. Sehr gut. Hinweis. Nein, bitte nichts Schlimmes. Allianz gegründet. Top. Wie gesagt, Allianz Mobile Fanboy, wenn ihr beitreten wollt. So heißt sie. Download-Link, wie gesagt, wie immer in der Beschreibung. Für Android und iOS. Soll aber niemand genötigt werden, sich das runterzuladen, natürlich. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich muss jetzt aber mal irgendwie die ganzen Nachrichten löschen. Das ist auch ein bisschen nervig, dass du immer den Posteingang immer voll hast und die Sachen immer löschen musst. Und das ist, was ich auch nicht so ganz so gut finde, ist, dass du einfach immer mehr oder weniger genötigt wirst, hier so Geld auszugeben. Denn du hast schon gesehen, ne? Es gibt überall immer Werbung hier, kauf Gold, kauf da, was du aber allerdings nicht brauchst. Also du musst im Grunde nichts an Gold kaufen. Und wir haben es jetzt gesehen, wir haben sie zerstört. Da ist sie kaputt. Und jetzt hier. Was haben wir hier denn? Das ist auch noch was Geiles. Du kannst Sachen besetzen. Zum Beispiel einen Steinbruch, eine Ölquelle und so weiter. Und wenn du die besetzt, hast du den Vorteil, dann wirft das immer ein bisschen was für dich ab an Ressourcen. Jetzt fahren die da rüber, schnappen sich das mal eben und dann gehört der Steinbruch uns. Jetzt sehen wir hier noch eine Allianzmission, die wir noch machen. Wir können aber eben noch draufklicken. Wir haben aktuell ein Mitglied, das bin ich selber, Allianz-Shop. Was haben wir denn im Shop? Brauchst du einen bestimmten Gegenstand? Bitte deine Allianzleiter und die Mitglieder auf Stufe 4 darum, ihn im Allianzkatalog zu bestellen. Ja, eine Allianz hat natürlich immer den Vorteil, du kannst Sachen beschleunigen, du kriegst Sachen, die du sonst nicht bekommen würdest. Ihr kennt's ja von Clash of Clans, ne? Man kriegt Truppen, hier hast du halt die Sachen, du kriegst halt Gegenstände und so weiter, die wir sonst vielleicht nicht bekommen würden. Gebäudeumzug, VIP für einen Tag und so weiter. Alles Sachen, die wir dann bekommen würden, da ist der erste, da ist der Stein auf dem Rückweg zu mir. In 9 Sekunden ist er da. Dann haben wir den Stein und dann haben wir auch wieder was Produktives gemacht auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war wirklich skeptisch bei diesem Spiel, ohne Scheiß, weil du guckst dir das Spiel an, denkst dir so, naja.
Allerdings, wenn du es mal ein bisschen spielst, ja, das ist natürlich, am Anfang geht's auch nochmal alles relativ schnell, ne, muss man sagen. Ich muss gucken, wie es sich dann hinterentwickelt. Ihr seht, ich kann immer gerade Sachen fertig machen, das heißt, das ist schon auf, hier, das, die Bank ist schon auf 3. Wir sehen das jetzt hier, unser Depot, wo wir natürlich Sachen speichern können, wo sie geschützt ist, ne, so ein bisschen wie die Schatzkammer, die ja bei Clash noch kommen soll. Die ist auch schon auf 3, die Mauer ist schon hier auf 4 und so weiter und so fort, also alles ganz cool. General, wir benötigen mehr Truppen. Verbessere deine Kaserne auf Stufe 3. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kaserne. Was immer den Vorteil hat, wenn wir sie verbessern, ne, ihr werdet es ja wahrscheinlich erkennen, dann können wir natürlich auch noch andere Truppen bauen und natürlich auch mehr Truppen bauen. Würde ich aber sagen, Leute, mit Folge 1 war es das jetzt erstmal. Wie gesagt, wenn ihr mehr Folgen sehen wollt von diesem Spiel, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Arnie freut sich. Ja, das ist gut, wenn ihr noch mehr Spiele das Spiel runterladen, ja. Defense ist die Best Defense, sagte Arnie schon und... Best Defense ist Defense. Ja, würde ich sagen, tretet der Allianz bei, wenn ihr wollt. Ansonsten lasst es bleiben und dann sehen wir uns bei einem anderen Spiel vielleicht, wenn ihr wollt. Macht's gut. Ciao.